Ja, und unser Korrespondent Klaus Weber ist vor Ort. Wir haben es gehört. Die Finanzminister der Eurogruppe konnten sich nicht einigen, zumindest nicht konkret, wie es weitergehen soll aus ihrer Sicht. Danach wurde dann, Herr Weber, auch der ganz große Gipfel für heute Abend abgesagt. Was für ein Signal ging oder geht von dieser Entscheidung aus? Nun, wir haben das ja heute Morgen schon als gar nicht so schlechtes Signal bewertet, denn einen Euro-Gipfel oder einen EU-Gipfel der 28 Staaten hätte man wahrscheinlich nur gebraucht, wenn tatsächlich ein Grexit zu verhandeln gewesen wäre. Der ist, sagen wir mal, auch wie wir hören, jetzt vom Tisch. Und wir haben das schon so als Indiz gewertet, dass dieser Gipfel abgesagt wird, dass das wahrscheinlich auch nicht so weit kommen wird. Was nicht vom Tisch ist, sind neue Reformvorschläge an Griechenland, beziehungsweise Reformen, die Griechenland durchführen muss. Und darüber verhandeln jetzt die Staats- und Regierungschefs in einer Sitzung mit einem Arbeitsessen, das eben vor 10 Minuten begonnen hat. Und da wird es natürlich darum gehen, was denn Griechenland noch zu bieten hat. Und da ist von Blitzreformen die Rede, die bis Mittwoch dann durch das griechische Parlament sozusagen durchgejagt werden müssen. Und da müssen die Griechen einfach zustimmen. Und darüber werden jetzt die Staats- und Regierungschefs beraten. Was klar ist, was jetzt auch durchgesickert ist und wie die Haltung ist, es wird nicht mehr so sein, dass es erst Geld gibt und dann Reformen. Nein, es wird genau andersrum sein. Erst Reformen und dann Geld. Also man kann sagen, dass die Einigungen da, bis man sie findet, unheimlich schwer sind. Dass es sicherlich auch daran liegt, dass es letztlich aus so einer Vertrauenskrise innerhalb der EU gekommen ist. Aus Ihrer Sicht, was würden Sie sagen, gerade auch diese Kontroverse in der Eurogruppe, ist da diese Angst vor einer Spaltung der EU tatsächlich da oder wie würden Sie das beschreiben? Also ich würde sagen, die ist zumindest hier die ganzen Tage latent vorhanden gewesen und der tiefe Riss, Sie haben es angesprochen, der geht natürlich durch die Finanzminister, die ja auch keine gemeinsame Empfehlung abgeben konnten, keine eindeutige Empfehlung an die Staats- und Regierungschefs abgeben konnten. Und die geht natürlich auch bis hoch zu den Staats- und Regierungschefs, diese Kluft, dieser Graben. Der Vorschlag der Deutschen, einen Grexit auf Zeit, der kam bei einigen überhaupt nicht gut an. Wir haben ja François Hollande gehört, der fand diesen Vorschlag nicht besonders gut. Genauso wenig, wie man auf deutscher Seite es gut fand, dass französische Experten an dem Hilfsgesuch der Griechen mitgeschrieben haben. Das war auch nicht abgestimmt, das fand man auch nicht gut. Matteo Renzi hat sogar den Deutschen jetzt vor dem Gipfel noch eindeutig zugerufen, genug ist genug. Also der Riss ist da und den gilt es zu kitten. Und das treibt natürlich auch den Präsident des Europäischen Parlaments um, nämlich Martin Schulz, mit dem ich die Gelegenheit hatte, kurz vor dieser Sendung ein Interview zu hören. Vielleicht hören wir da mal rein. Die Lage ist ernst, das kann man wohl sagen. Was erwarten Sie jetzt von den Staats- und Regierungschefs? Die Lage ist ernst. Sie haben völlig recht. Was ich von den Regierungschefs erwarte, ist, dass sie heute zu Lösungen kommen. Dazu gehört, dass sich die griechische Regierung bewegt. Dazu gehört ein deutsch-französischer Kompromiss, den ich für möglich halte. Da bewegt man sich, glaube ich, aufeinander zu. Das konnte ich aus den Gesprächen mit Angela Merkel und mit François Hollande entnehmen. Und ich glaube, dass wir Finnland, die Slowakei, die kleineren Länder ebenfalls mit an Bord bringen müssen. Das ist eine Herkulesaufgabe für heute Abend, aber sie ist machbar. Sie sagen ja, es geht nicht nur um einen Deal, es geht um mehr. Es geht um den Zusammenhalt der Eurozone und Europa insgesamt, nicht wahr? Man kann das sehen. Die Lage war hier noch nie so angespannt. Die Leute sind sich darüber im Klaren, was hier auf der Tagesordnung steht. Diese leichtfertige Debatte, mal schnell so einen Grexit zu fordern, nach dem Motto, du lasst sie doch gehen, das hört sich schön an. Es ist auch nachvollziehbar. Die Menschen haben keine Geduld mehr, irgendwie die Nase voll. Und sagen, ich kann es jetzt nicht mehr hören, es muss jetzt mal Schluss sein. Das kann man menschlich alles nachvollziehen. Politisch ist gefährlich. Der Grexit würde uns mindestens so viel Geld kosten, wie Griechenland in der Eurozone zu halten. Aber die politischen Folgen eines Grexits sind gar nicht abzusehen. Nicht die finanziellen, die politischen. Deshalb glaube ich, sollte hier heute alles unternommen werden, Griechenland in der Eurozone zu halten.
Es gibt ja keine eindeutige Empfehlung der Eurogruppe. Wie tief ist der Riss in Europa? Es gibt zwischen den Staaten, die glauben, Griechenland könne das nicht mehr schultern, und denen, die Griechenland unter allen Umständen halten wollen, große Meinungsverschiedenheiten, aber keine unüberbrückbaren Gegensätze. Deshalb glaube ich, dass die Regierungschefs hier heute sich Zeit genommen haben. Ich glaube, ab 18 Uhr wollen sie erstmal in der Analysephase eintreten. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir im Verlauf des späten Abends bis in die frühe Nacht eine Lösung finden werden. Das wissen die auch. Die Regierungschefs wissen, dass die Vertagung am Ende nichts bringt. Vielen Dank. Danke Ihnen. Also der Chef des Europaparlaments, der Präsident, spricht von einer Herkulesaufgabe, sieht auch den tiefen Graben, aber hält eine Lösung für machbar, auch wenn es lange dauert. Gedämpfter Optimismus bei Martin Schulz. Was würden Sie sagen, Herr Weber, was könnte das denn aus Ihrer Sicht für eine Lösung sein? Und gehen Sie auch davon aus, dass wir da heute schon Näheres wissen? Also ich kann nur sagen, es wird bestimmt lange dauern, und Angela Merkel wird natürlich genau abwägen müssen, wie sie diesen Kompromiss, wenn es denn einen geben soll, gestaltet. Denn sie steht innenpolitisch unter Druck, das ist klar. Es ist noch nicht sicher, dass sie eine Mehrheit bekommt, wenn denn Verhandlungen aufgenommen werden. Dass sie eine Mehrheit bekommt im Bundestag, das weiß sie auch. Da muss sie Überzeugungsarbeit leisten. Auf der anderen Seite, was nutzt ihr das, wenn ihr jetzt Europa um die Ohren fliegt? Sie hat François Hollande im Nacken, sie hat Matteo Renzi im Nacken, sie hat sogar Barack Obama im Nacken, der auch auf eine Lösung drängt. Und dann hat sie noch sozusagen dieses etwas über allem schwebende moralische, das Erbe Helmut Kohls, das europäische Erbe, das sie verwaltet. Also all das wird sie mit in die Waagschale werfen müssen. Und ich glaube, bis auf Widerruf, dass sie sich heute Nacht oder heute Morgen früh für Europa entscheiden wird. Herr Weber, herzlichen Dank für den Moment.